Thomas Haldenwang, die Demokratie ist in Deutschland in Gefahr durch verschiedene Entwicklungen. Ja, insbesondere die Entwicklung, dass Leute nach Davos reisen und dort Visionen ausleben, die sie dann in Politik umsetzen. In Gefahr durch eine totale Zerstörung des Mittelstandes, Herr Haldenwang. In Gefahr durch Linksextreme, die im Bundestag sitzen. In Gefahr schließlich uns letzten Endes durch einen Verfassungsschutzpräsidenten, der den Verfassungsschutz in einen Ampelkoalitionsschutz umbaut. Sie sollten abtreten. Sie sind nicht geeignet für dieses Amt, weil sie leiden ebenfalls wie Faeser und Lauterbach unter Halluzinationen.